Wir arbeiten seit langem an Konzepten, Aufstärkung des ÖPNV, zusätzliche Stadtbahnen, die Hochstraße Nord. Diese Trasse wird auch immer mit dem Auto befahrbar sein, entweder auf einer neuen Straße oder der alten. Also wir arbeiten daran, dass wirklich die Pendler und auch die Besucher unserer Städte nach wie vor relativ reibungslos sich bewegen können. Wir denken auch an sehr innovative Konzepte, wie zum Beispiel, wie wir den Güterverkehr zwischen den beiden Städten reduzieren können. Zum Beispiel 900 Container-LKWs, die täglich durch die Stadt Ludwigshafen, über die Hochstraßen, über die Brücken, durch die Stadt Mannheim in die Häfen fahren. Auch da gibt es Überlegungen über eine Seilbahn, über verschiedene andere Möglichkeiten. Das heißt, wir müssen an verschiedenen Stellschrauben drehen und es gibt überhaupt keine Denkverbote, auch wie wir den Durchgangsverkehr in unseren Städten besser bewältigen. Also wir machen ja schon im Verkehrsverbund und in der RNV arbeiten wir schon zusammen, als wären wir eine Stadt, sogar mit Heidelberg zusammen. Und auch in der Verkehrsplanung und in dem Verkehrsbereich gibt es schon sehr gute Kooperationen. Vielleicht müssen wir die einfach noch intensivieren durch gemeinsame Studien, gemeinsame Verkehrsmodelle, wie wir es jetzt auch durch Verkehrsentwicklungspläne gemeinschaftlich versuchen. Hier gibt es ja auch aus der Politik Anstöße und ich glaube, das ist gut so, dass wir das hinbekommen. Ja, die Zusammenarbeit funktioniert reibungslos. Sie wird intensiviert. Auch auf der Ebene der Stadtvorstände haben wir separate Runden schon gemacht mit diesen Verkehrsthemen. Also da wird sich viel bewegen, noch mehr wie in den letzten 10 bis 20 Jahren sich schon bewegt hat.